Ja, hallo zusammen auf der Leide Building hier. Die erste Leide Building, die wieder im März stattfinden darf, nachdem die letzte Jahr Corona-bedingt vor eineinhalb Jahren im Oktober stattfinden musste. Und die Leide Building dieses Jahr, die steht ja unter dem Motto Be Electrified. Das lässt sich natürlich jetzt weit auslegen, aber Be Electrified geht natürlich auch direkt in die Kerbe der Elektromobilität rein. Und hier geht eben auch das Thema, was ich jetzt vorstelle, rein, nämlich das GAIC. Bevor ich auf das GAIC eingehe, hier nur ein kurzer Überblick zu meiner Person. Mein Name ist Benjamin Kästler. Ich bin Produktmanager bei den Fränkischen Rohrwerken und bin für das Portfolio Elektromobilität allgemein zuständig, eben auch die Produkte, die zur Elektromobilität gehören. Und bin eben im Bereich Elektrosysteme angesiedelt. Wir haben noch zwei andere Bereiche, Haustechnik und Drainage. Und ich bin eben aus dem Elektrobereich. Und wenn man sich mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt, wird man auch viele Schlagzeilen treffen. Vor allem auf Schlagzeilen wie, es fehlen Ladepunkte, es fehlt Ladeinfrastruktur. Und natürlich die Autobauer, die haben natürlich ein großes Interesse daran, dass das Ganze beseitigt wird. Die haben ja viele Milliarden da reingesteckt in die Elektromobilität, verkaufen ihre Autos nicht, weil es keine Ladeinfrastruktur gibt. Und gerade die unteren beiden Schlagzeilen, die finde ich sehr interessant, weil sie sich einfach, ja, widersprüchlicher könnten sie gar nicht mehr sein. Nämlich auf der einen Seite GAIC, ein Booster für die Elektromobilität, und auf der anderen Seite vom TÜV Süd, GAIC, das Gesetz ist nicht am Markt angekommen. Und deswegen präsentiere ich auch nochmal einen kurzen Überblick zu dem Thema GAIC, denn das Gesetz ist gar nicht mehr so neu, es gibt es jetzt mittlerweile seit März 2021, außerdem ist es in Kraft getreten, für alle Bauanträge, die ab dem Zeitpunkt eben bewilligt werden. Und man sieht sofort, GAIC, Paragraph, es ist ein Gesetz und es betrifft Parkplätze. Das sind diese gelben Symbole, die sich an den Gebäuden befinden und eben Parkplätze, die in Verknüpfung mit Gebäuden sind. Was ist das GAIC? GAIC ist im Endeffekt eine Kurzform für ein, ja, kurzes Wort. Das ist im deutschen Sprachgebrauch immer häufiger, dass wir so schöne kurze Wörter haben wie Gebäude, Elektromobilität, Infrastruktur, Gesetz. Und weil selbst ich das manchmal nicht aussprechen kann, gibt es eben das Wort GAIC, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Und es ist auch kein rein deutsches Gesetz, sondern es ist im Endeffekt eine, ja, konsequente Umsetzung einer EU-Vorgabe. Es ist also nichts, was sich jetzt unsere Bundesregierung aus den Fingern gesaugt hat, sondern es ist eine EU-Vorgabe, die umgesetzt werden muss in nationales Recht. Und das haben sie mit dem GAIC. Und der Inhalt ist eben die Regelung einer verpflichtenden Lade- und Leitungsinfrastruktur für Parkplätze und eben für E-Autos. Betroffen sind Wohn- und Nichtwohngebäude gleichermaßen, die Parkplätze haben. Und das Ziel ist eben eine vorbereitende und flächendeckende Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität. Der Hintergrund, ein selbstgestecktes Ziel unserer Bundesregierung, bis 2030 soll es in Deutschland 15 Millionen Elektrofahrzeuge geben und 1 Million Ladepunkte. Ich habe das heute Morgen noch mal tagesaktuell recherchiert. Wo stehen wir denn überhaupt gerade mit den Ladepunkten? Wir haben jetzt 107.000 Ladepunkte. Das heißt, es fehlen uns noch gut 900.000 Ladepunkte. Und genau deswegen gibt es das GAIC, und das GAIC soll das im Endeffekt unterstützen, dass wir zu dem Ziel 1 Million Ladepunkte überhaupt kommen. Und das GAIC ist tatsächlich ein gar nicht allzu langes Gesetz, es sind lediglich 5 Seiten, einzelne Paragraphen untergliedert. Ich stelle jetzt mal ein paar vor, die das Ganze ein bisschen einführen. Da geht es um das Thema Definition von an das Gebäude angrenzende Parkplätze. Das heißt, der Parkplatz muss nicht nur am Gebäude angrenzen, er darf sich auch im Gebäude befinden. Wichtig ist vor allem, dass der Parkplatz und das Gebäude den gleichen Eigentümer haben, dass es einen unmittelbaren physischen Zusammenhang gibt. Das heißt, man kann natürlich sich am Gebäude befinden, es kann durch technische Infrastruktur mit dem Gebäude verbunden sein. Und es muss natürlich auch von den Menschen, die in dem Gebäude wohnen oder in dem Gebäude arbeiten, muss dieser Parkplatz genutzt werden. Leitungsinfrastruktur
muss nicht nur Orgel sein. Klassischerweise wäre es jetzt das Elektroinstallationsrohr hier im erdverlegten Bereich. Es können auch Bodensysteme sein, Kabelbritschen. Und da ist eben die Definition momentan noch recht breit ausgelegt. Im Parkhaus würde man natürlich weniger jetzt ein erdverlegtes Rohr verwenden, sondern da würde man eher auf Kabelbritschen beispielsweise gehen. Aber klassisch ist doch die Erdverlegung, gerade bei Freiflächenparkplätzen. Und § 5, Errichtung eines Ladepunktes. Das GAIG schreibt ja nicht nur vor, eine vorbereitende Infrastruktur zu schaffen, sondern es schreibt auch für gewisse Gebäude einen bestehenden Ladepunkt vor. Das heißt, einen Ladepunkt, der auch schon betriebsbereit ist, wo ich mein Auto anknüpfen kann und sofort loslegen kann zu laden. Und dann kommen wir ans Eingemachte. Jetzt geht es nämlich um die Paragraphen, die konkret vorschreiben, was denn Stand der Dinge ist. Los geht's mit dem Paragraphen 6, der sich um das Thema Wohngebäude dreht, das heißt Neubau von Wohngebäuden. Und da schreibt das GAIG vor, dass ab 6 Stellplätzen, das kann man sich ganz gut merken, Paragraph 6, ab 6 Stellplätzen muss jeder Stellplatz mit einer vorbereitenden Infrastruktur ausgestattet werden. Das heißt eine Infrastruktur für Elektroinstallation und auch für Daten. Denn Lastmanagement, Kommunikation und so weiter muss natürlich auch alles vorhanden sein. Paragraph 7 dreht sich auch um den Neubau. Jetzt geht es um Nicht-Wohngebäude. Und hier sieht es etwas anders aus. Bei Paragraph 7 betrifft es ab 7 Stellplätze. Und hier muss nicht jeder, sondern nur jeder Dritte mit einer vorbereitenden Leitungsinfrastruktur ausgestattet werden. Paragraph 7 hat aber noch eine Sonderheit, denn bei Nicht-Wohngebäuden, die neu gebaut werden, muss zusätzlich noch ein betriebsbereiter Ladepunkt errichtet werden. Und auch sowas ist möglich, muss nicht jeder dritte Parkplatz konsequent angefahren werden. Ich darf natürlich auch meine Parkplätze ja, sinnvoll bündeln. Paragraph 8 und 9 gehen in die gleiche Richtung, Wohngebäude, Nicht-Wohngebäude. Jetzt sind wir aber nicht mehr im Bereich Neubau, sondern wir sind jetzt im Bereich der Renovierung. Und zwar bei größeren Renovierungen. Größere Renovierungen ist dadurch definiert, wenn ich ab 25% meiner Gebäudehülle renoviere, bin ich im Bereich der größeren Renovierung. Und bei der Renovierung muss entweder die technische Infrastruktur des Gebäudes betroffen sein oder die Infrastruktur meines Parkplatzes. Und hier gilt das Gesetz tatsächlich erst ab 11 Stellplätzen. Bei Wohngebäuden muss ich hier auch wieder jeden mit einer vorbereitenden Infrastruktur ausstatten. Und bei der Renovierung von Nicht-Wohngebäuden, auch ab dem 11. Stellplatz, hier sind sie sich also gleich, muss es nur jeder 5. sein. Hier wieder die gleiche Regel, Nicht-Wohngebäude bekommen auch wieder einen betriebsbereiten Ladepunkt. Jetzt wird es interessant, denn das meiste, gerade aktuell, sind ja sicherlich nicht die Neubauten, vielleicht eher noch die Renovierungen, aber vor allem bestehende Gebäude. Und bei bestehenden Nicht-Wohngebäuden muss ab 2025 und hoch, wir haben ja schon 2024, ab 21 Stellplätzen bereits ein betriebsbereiter Ladepunkt installiert werden. Ansonsten verstoße ich gegen das GAIG. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ausnahmen betreffen einmal Renovierungen bzw. bestehende Gebäude, bei denen die ganze Renovierung bzw. die Bauarbeiten bei bestehenden Gebäuden so teuer mir kommt, dass es sich quasi finanziell nicht in einer Relation steht. Das heißt, sollte meine Leitungsinfrastruktur, die ich jetzt nachrüsten möchte, 7% meiner ganzen Renovierungskosten übersteigen, dann bin ich nicht mehr verpflichtet, es zu machen. Genauso gibt es für die ganzen Paragraphen 6 bis 10, also Neubau, Renovierung, Bestand, Ausnahmen für öffentliche Gebäude, die unterliegen einer anderen Richtlinie, die ähnliche Maßnahmen vorsieht und die müssen sich dann eben auch nicht an das GAIG halten. Das Ganze kann natürlich auch mit Bußgeldern verhängt werden, sobald ich mich nicht an das GAIG halte.
jetzt also keine Straftat, aber es ist zumindest eine Ordnungswidrigkeit und wird mit bis zu 10.000 Euro geahndet, sollte ich mich nicht geikonform verhalten. Das muss man erstmal sacken lassen. War natürlich jetzt viel Input in kurzer Zeit. Ich habe was Schönes mitgebracht, das kriegen Sie jetzt ganz exklusiv von mir hier präsentiert. Das ist nämlich ein Ausblick, wie sich das GAIK ändern wird in der Zukunft. Das ist also noch nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern nur, was gerade im Gespräch ist. Es wird nicht schön werden, es wird nämlich nur noch verschärft werden. Und das zeige ich Ihnen nämlich jetzt. Ab voraussichtlich 2026 soll das GAIK nämlich nochmal nachjustiert werden. Das ist der aktuelle Überarbeitungsstand, Stand Dezember. Sie sehen, da hat sich einiges geändert. Neubau und Renovierung von Wohngebäuden wird jetzt gleichgesetzt. Das heißt, ich bin nicht mehr bei 6 bzw. 11 Stellplätzen, sondern jetzt bei beiden, egal ob Neubau oder Renovierung, bei 4 Stellplätzen, also mehr als 3, wäre dann eben ab 4. Und jetzt muss ich nicht nur meine Verrohrung machen, nein, ich muss jetzt auch richtig Geld verbuddeln, nämlich 50% Verrohrung einerseits, okay, das wäre jetzt meine vorbereitende Infrastruktur. Andererseits muss ich aber auch 50% der Stellplätze verkabeln und damit richtig Geld in die Erde dann gelegt werden müssen. Genauso bekommt das Wohngebäude jetzt auch noch eine Ergänzung. Die war bis jetzt nur Nicht-Wohngebäuden vorbehalten. Auch ein Wohngebäude, was jetzt neu gebaut wird, muss einen ladebereiten Ladepunkt eben haben. Außer bei Renovierungen, aber beim Neubau eben schon. Und auch Nicht-Wohngebäude wurden weiter verschärft, nicht ganz so dramatisch. Jetzt statt 7 Stellplätzen 6 Stellplätze. Renovierung wird aber auch hier gleich gezogen, das heißt, ich gehe runter von 11 Stellplätzen auch wieder auf 6 Stellplätze. Ab da gilt das Gesetz, gleiches Spiel mit Verrohrung und Verkabelung. Sie sehen allerdings, jetzt muss ich nicht nur einen betriebsbereiten Ladepunkt installieren, das reicht nicht mehr. Jetzt muss ich ab, oder jeder 5. Stellplatz braucht jetzt einen betriebsbereiten Ladepunkt. Für Bürogebäude wird es in Zukunft extra ein Kapitel geben, die wurden nochmal rausgezogen, weil man hier eben nochmal etwas schärfer agieren möchte im Vergleich zu herkömmlichen Nicht-Wohngebäuden. Nämlich bei Bürogebäuden bekommt sogar jeder 2. Stellplatz einen betriebsbereiten Ladepunkt. Es gibt noch ein Kapitel in Zukunft für öffentliche Gebäude, wird erst ab 2033 gelten, brauchen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht allzu nah drauf eingehen. Eins habe ich allerdings fett markiert und das ist nicht ohne. Das sollte man sich auf jeden Fall im Hinterkopf bewahren, denn wieder bestehende Gebäude sind wir hier, bestehende Nichtwohngebäude besser gesagt, auch wieder ab 21 Stellplätzen, also mehr als 20 Stellplätze. Die sollen, wenn das GAIK verschärft wurde und in Kraft tritt, müssen hier mindestens 50% der Parkplätze verrohrt werden oder, das ist auch das einzige Kapitel, was eine Oder-Geschichte eingebaut hat, jeder 10. Stellplatz muss einen betriebsbereiten Ladepunkt bekommen. Vor war es eben nur ein Ladepunkt, jetzt muss dann jeder 10. Stellplatz einen bekommen oder ich entscheide mich eben, 50% meiner Parkplätze zu verrohren. Und wie gesagt, bei allen bestehenden Nichtwohngebäuden. Voraussichtlich wird das Ganze dann ab 2027 in Kraft treten. Hier noch eine kleine Übersicht zu unseren Marktbegleitern im Elektroinstallationsrohrbereich. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dürfen Sie es jetzt jederzeit gerne stellen. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine spannende Messe.